Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Full Face mit Charlotte Tilbury Produkten. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich weiß gar nicht, wie viel 100 oder 1000 Euro sich gerade hier auf diesem Tisch verbergen. Es ist so aufregend, Leute. Ich habe meine ganze Make-up- und Pflegesammlung durchgeschaut und meine kompletten Charlotte Tilbury Produkte hier mal hingestellt, um wirklich ein Full Face zu schminken. Es sind auch ein paar Pflegeprodukte dabei, ein bisschen was habe ich schon mal verwendet. Manches eher nicht so und bin sehr, sehr aufgeregt. Ja, ein Augenbrauenprodukt vor allem. Ein Produkt habe ich nicht von Charlotte Tilbury und das ist ein Augenbrauenprodukt. Das werde ich dann quasi einfach so das verwenden, was ich normalerweise immer verwende. Ne? Das ist aufregend, denn heute ist eine Bestellung angekommen mit den letzten Produkten von Charlotte Tilbury, die ich halt noch nicht hatte. Und da war unter anderem eine Foundation mit dabei, die es ab 90 Euro Bestellwert gratis mit dabei gab. Und die hat normalerweise einen Wert von 40 Euro und ich bin aufgeregt. Und los geht's. Okay, ich habe in dieser Schatzkiste von Charlotte Tilbury und auch in einem Adventskalender, ich glaube von Sephora, diesen Luxus-Adventskalender, ein Serum drin gehabt. Das ist das Magic Serum Crystal Elixir. Und das ist ja super, super hochwertig und soll Glow ins Gesicht geben. Ich habe mir gedacht, ich ziehe hier wirklich das komplette Programm durch mit Hautpflege und Rampampam und am Ende gibt es ja auch noch das Parfum. Das ist so aufregend heute, Leute. So, das Serum kommt jetzt schon mal aufs Gesicht. Da habe ich jetzt einen Tropfen. Das ist halt sehr stark parfümiert. Kommt in einer kleinen Pipette und sieht einfach nur milchig, perlig fast schon aus, ne? Ja, es macht auf jeden Fall einen guten Job, es fühlt sich schön an, es zieht gut ein. Es ist halt ein Serum, was soll ich da groß zu sagen, aber es fühlt sich auf jeden Fall angenehm an. Also es macht auch wirklich so einen Glanz, ne? Egal, so, als nächstes habe ich hier die Magic Cream, die ja super reichhaltig sein soll. Instant Turnaround Moisturizer, das ist dieser hier und ich glaube, das war auch in der Schatzkiste mit drin. Schatzkiste, Schmuckkästchen. Die ist wirklich sehr reichhaltig und sehr, sehr dick. Da ich aber wirklich auch sehr viel Pflege brauche, macht es auf jeden Fall Sinn. Ja, auch die ist parfümiert, aber es haut nicht so rein wie das Serum jetzt zum Beispiel. Pflegt auf jeden Fall ganz angenehm, spendet richtig derbe Feuchtigkeit. Ich muss aber gestehen, dass es unter den Augen gerade, wo ich es halt auch aufgetragen habe, ein ganz kleines bisschen blitzelt jetzt bei mir, also so ein kleines Prickeln habe ich. Ne? Ich habe ja auch wirklich empfindliche und sensible Haut und ich finde, das sollte man auch mit anmerken. Kommen wir zum Primer und den hatte ich, habe ja sowohl die Schatzkiste mir gekauft, als auch diverse Adventskalender, wo Produkte von Charlotte Tilbury drin waren, als auch so ein Black Friday Bundle, also Leute, da bin ich sehr, sehr gut mit ausgestattet worden, das heißt, da musste ich halt auch nicht so viel Geld in die Hand für nehmen, wie das, was man normalerweise dafür bezahlt hätte, weil das kann ich mir auch nicht leisten. Ne? Also das ist nicht mal eben so Hauch aus Krokette, das liegt hier einfach so rum, die Monetas. Nee, leider nicht. Genau, das hier war auch in der Schatzkiste mit drin. Wonder Glow Instant Soft Focus Beauty Glow Primer. Also wir werden relativ viele Produkte jetzt so als Base verwenden und weil das hat sie halt einfach bei sich auch im Sortiment, ne? Diese Hollywood Flawless Filter-Geschichte und so. Und das verwenden wir jetzt nach und nach. Das ist der Primer und der hat so einen leichten Tint mit dabei. Die ganzen Produkte sind so von der Farbe her Richtung Gold-Champagner, also eher so für wärmeren Glow gemacht. Und es fühlt sich auch alles echt gut an, was ich mir jetzt bislang so auf die Haut gebe. Also, ja, aufbaubare Pflege, um das mal so zu sagen. Ich muss gerade schmunzeln, Leute. Ich war eben mit meinem Freund einkaufen und ich wollte eigentlich unbedingt Donuts haben. Und dann hat er mir auf dem Rückweg im Auto noch gesagt, dass er mir eine Alternative auch anbieten könnte, und zwar ein Babybel. Und jetzt setze ich mich hier gerade hin und jetzt gucke ich gerade nach vorne und was sehe ich hier? Hat er mir das hier schon an meinen Schminktisch gelegt? Ich liebe diesen Mann so sehr. Der Primer ist jetzt soweit drauf. Claudi freut sich gerade einen Keks. Jetzt irgendwie gerade an der Augenbraue ist es am Krümmeln. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen viel Pflege da aufgetragen. Noch mehr, was man vorher aufgeben kann. Und zwar habe ich hier den Hollywood Flawless Filter
Vor Superstar Use Glow. Genau. Und das Coole ist, und das wollte ich euch auch noch sagen, auf der Charlotte Tilbury Homepage an sich haben die auch diese Mini-Größen. Ich habe auch das Puder in Mini mir geholt. Und die haben natürlich auch die Mascara und diverse andere Produkte, die halt wirklich in Kleinformat kommen. Es kostet dann natürlich aufs Gramm gerechnet deutlich mehr, als wenn du dir die Full-Size holst. Aber es ist zum Kennenlernen und einfach mal um zu gucken, ob die Produkte den Hype wert sind und ob das bei einem selber funktioniert, eine gute Alternative. Jo, ich habe die Farbe Fair natürlich. Das ist die Farbe 2. Das hätte es den noch heller gegeben? Weiß ich nicht. Das ist schon niedlich, ne? Genau, so schaut das aus. 5,5 Milliliter, das ist echt niedlich, aber ich finde es, ne, süß. Das kann man sich punktuell aufgeben, aber für punktuell habe ich nachher noch was anderes. Jetzt habe ich ganz schmierige Finger. Man kann sich das aber auch Fullface aufgeben für den absoluten Glow und das will ich machen. Fullface Highlighter ist überhaupt kein Problem, aber ich kriege dieses Ding nicht auf. Es ist irgendwo noch geklebt. Ich habe so schmierige Hände, Leute. Was mache ich denn jetzt? Ah, okay, man muss es auf jeden Fall drehen und nicht ziehen. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Ich meine, dass es normalerweise als Pumper kommt. Das hier ist jetzt so, oder kommt das in Applikatorform? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das jetzt in Applikatorform. Und ja, Fullface Highlighter kann man machen, finde ich, ne? Boah, meine Haut fühlt sich so sanft an. Das ist so dieses Gefühl, kurz vorm, gleich krümmelt alles durch die Gegend. Und es fühlt sich mega gut an, ne? Muss man aufpassen. Gut, die Stirn darf auch ein bisschen Glow abkriegen. Dann hoffen wir mal, dass dieses Produkt mir nun einen jugendlichen Glanz verliehen hat. Jo, auf jeden Fall sieht meine Haut nicht so furztrocken aus, wie sie normalerweise aussieht. Das sieht schon sehr, sehr gut vorbereitet aus, dass man jetzt noch Foundation und so weiter drüber geben könnte. In der Theorie könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich das jetzt auch genau so, wie ich das jetzt gemacht habe, lassen würde. Ich filme jetzt seit gut 11 Minuten und da könnte ich mir auch wirklich vorstellen, dass ich so einfach aus dem Haus rausgehe und mich wohlfühle, ne? Doch. Also ohne noch weiter Foundation auftragen zu müssen, das wollte ich damit sagen. Weil das sieht scharf aus. Dieser Glanz und Glow und überhaupt nicht glitzerig oder so, ne? Mag ich. Und auch das war selbstverständlich mal wieder ein Reim. Übrigens, ich filme jetzt gerade in einem etwas anderen Format. Normalerweise sage ich meiner Kamera, dass die das automatisch anpassen soll. Und jetzt gerade habe ich auf Porträt eingestellt. Ich muss mir das auch nachher mal in der Nachbearbeitung anschauen, ob mir das gefällt und ob ich jetzt immer so filmen möchte. Ich probiere noch weiterhin immer so ein bisschen aus. Ihr kennt das bei mir. Als nächstes verwende ich natürlich die Foundation. Und da habe ich hier die Airbrush Flawless Foundation. Stays all day and night. Und ja. Die gab es halt für Umme, ne? Die kostet normalerweise 40 Euro. Fand ich mega geil und das hat mich eigentlich dazu auch animiert, dazu bestellen und zu eskalieren. Genau, ja. Die Farbe 1 Neutral habe ich. Ich würde jetzt mal ganz grob vermutet behaupten, das könnte wohl funktionieren. Auch wenn das jetzt erstmal auf den ersten Blick sehr, sehr hell aussieht. Aber ich bin halt auch sehr hell. Eine extrem schwere, schöne Verpackung. Also Wahnsinn, gefällt mir. Ich mag dieses Ovale, ich mag das Geriffelte hier oben. Das haben wir auch bei den Lippies und bei den Wimpernprodukten, also bei der Mascara. Ich bin gerade echt geflasht. Und schön, okay. Ja, ich bin sehr, sehr ehrfürchtig, muss ich gestehen. Bei solchen Marken bin ich das halt immer, weil ich einfach... Es ist so ein hoher Preis, den man dafür bezahlt. Und wenn ich mir so mal ausrechne, wie lange ich dafür arbeiten muss, dass ich mir halt die Produkte leisten kann, es ist immer so, ne, wenn man sich das so gegenrechnet, ist es schon krass. Ich nehme mir einfach mal den IT Cosmetics Pinsel, Foundation Pinsel, um das so in erster Linie einzuarbeiten und gebe mir da auch ein bisschen was auf den Pinsel drauf. Gucken wir uns mal die Konsistenz an. Okay. Farbe. Sieht wirklich gut aus, um ehrlich zu sein. Ne? Konsistenz scheint nicht unbedingt fest zu sein, aber auch nicht mega flüssig. Ich glaube, dass das gut funktionieren wird mit uns beiden. Auch hier haben wir eine parfümierte Geschichte. Das ist eher so fruchtig. Boah, ist das ein Farbmatch. Wahnsinn. Ich habe schon wieder meinen Haarreifen vergessen. Was ist denn hier los? Oh. Und ich wundere mich schon, warum meine Haare die ganze Zeit in meinen Kram mit reinkommen. Ach Mensch, wie kann etwas nur so schön sein? Hammermäßig. Also das hat wirklich mein Gesicht gut angeglichen mit einer angenehmen Deckkraft. Also das ist auch...
klar durch die ganze Pflege, die ich jetzt hier drunter habe, auch bedingt. Super, super angenehm auf der Haut. Ja, und da sehen wir jetzt den Unterschied zwischen den beiden Gesichtshälften. Extrem flawless, sehr ruhig, trotzdem sehr glowy. Angeglichen auf jeden Fall an meinen Körper. Und jetzt machen wir die andere Seite und ich bin wirklich hin und weg gerade. Ich hatte übrigens für die Gesichtshälfte 2 Pumphübe verwendet, aber ich glaube, dass der Pinsel gerade relativ viel Produkt gefuttert hat. Deswegen, also normalerweise reicht bei mir ein Pumphub und das sehe ich auf dieser Seite hier auch schon. Ne? Also einer reicht definitiv. Ich glaube, mit einem Schwämmchen kommt man hier oder komme ich persönlich hier besser klar. Dann schauen wir uns mal die Foundation aus der Nähe an. Also farbtechnisch wirklich toll. Gefällt mir richtig, richtig gut. Vom Finish her müssen wir mal schauen, wie die sich auch verhält, wenn die sich dann ja auch richtig dann mit allem verbindet. Sie setzt sich hier an der Nase so ein bisschen ab. Da habe ich jetzt auch gerade eine sehr, sehr trockene Stelle. Ansonsten macht sie für eine Foundation doch einen sehr, sehr guten Eindruck, finde ich. Sie hat eine mittlere Deckkraft, also es scheinen Muttermale noch durch, aber sie sind halt jetzt nicht ganz abgedeckt, ne? Es gefällt mir schon vom Finish her, doch. Was meint ihr? Ja, fühlt sich auch gut auf der Haut an, tatsächlich. Ja, wir müssen jetzt nochmal Concealer und Puder und so auftragen und dann gucken wir nochmal weiter. Monsieur chillt da hinten mal wieder ab. Ich lieb's, wenn er das macht. Genau, so, jetzt haben wir das Ganze einmal eingearbeitet und jetzt, stellen wir die Foundation zur Seite und tragen den Concealer auf. Das ist der Magic Away Liquid Concealer. Den habe ich in der Farbe 2 Fair. Und den hatte ich mir, glaube ich, sogar mal gekauft bei Feel Unique. Genau, als ich den Adventskalender bestellt hatte von Feel Unique. Genau, der ist ein bisschen schwierig, weil der halt schnell spackig wird, weil Puffelding, ne? Aber der ist halt in einer, ja, im Tragekomfort, kann man das so sagen, ist ja super. Farbtechnisch ist es natürlich jetzt ein bisschen witzig, denn ich habe einen Concealer in der Farbe 2 und eine Foundation in der Farbe 1. Top ausgewählt, Claudinchen. Und dann arbeite ich den jetzt mit dem Schwämmchen ein. Wenn man eine höhere Deckkraft haben möchte, kann man das auch mit einem Pinsel machen. Ich habe aber heute einfach Lust drauf, das mit dem Schwämmchen zu machen. Der lässt sich halt echt schön einarbeiten, ne? Das geht super schnell. Ich mag einfach super gerne auch, dass dieser Concealer dieses Highlight unter dem Auge setzt und trotzdem halt dieses gesunde, diesen Glow hat, dieses, ne? Es sieht frisch aus. Aber er deckt halt auch so ein paar Rötungen ab, so wie hier jetzt gerade auf der Stirn oder am Kinn. Und das macht er auf eine sehr angenehme Art und Weise, weil er sich nicht so dran klammert, draufsetzt, wie auch immer und trocken wird, sondern halt trotzdem dieses leicht glowige hat. Und das finde ich an dem echt schön. Wer dachte, wir sind mit den flüssigen Texturen fertig, der irrt sich. Und zwar habe ich hier noch einen Highlighter, Beauty Light Wand Light, Easy Highlighter, das ist dieser hier. Und der war in der Schatzkiste, glaube ich, mit drin. Hast du eine Farbe? Müsste fair sein, ne? Also das Helle, es gibt, glaube ich, Spotlight. Ich glaube, es gibt nur 2 verschiedene Farben davon. Der hat halt auch so ein Puffelding. Und den trage ich mir halt schon mal da auf, wo ich nachher auch den Highlighter auftragen werde. Und das mache ich auch gerne intensiv, ne? Weil der ist eher für den Alltag gedacht, dass du halt nur sanft Puder drüber machst und dann halt fertig, dass du dann nicht groß irgendwie dich abendmäßig fertig machst. Ist einfach relativ dezent, aber er ist mega schön. Miss. Die Frau kann gar nicht mehr reden, so begeistert ist die und so ehrfürchtig von den ganzen Produkten, die hier so rumstehen. Das ist echt Wahnsinn. Kann man auch mit den Fingern machen, ne? Mit dem Schwämmchen nimmst du halt noch ein bisschen mehr Produkt ab, als würdest du das mit den Fingern machen. Ja. Das Gute bei diesem Highlighter ist halt, dass er dir die Foundation nicht abträgt oder klumpt oder sonst irgendwas, weil er halt eben genau dafür gemacht ist, was man halt gerade mit ihm so treibt. Und das sieht halt wirklich natürlich aus, aber sieht echt schön. Und nicht aber, Claudia, nicht aber. Damit sich nun alles perfekt miteinander verbindet, verwende ich schon mal das Airbrush Flawless Setting Spray. Und damit settet man quasi schon mal die nassen Texturen, die feuchten Texturen, die auf der Haut sind. Gebe ich mir aber auch immer mal wieder zwischendurch dann drüber. Auch der Duft, ne? Mag nicht jeder. Ich finde es okay. Verfliegt dann ja auch schnell, aber... Ja, es ist alles sehr parfümiert, ne? So, das sieht echt alles sehr, sehr
shiny piny aus, ne? Schon krass. So, jetzt möchte ich aber die ganze Geschichte auch mit Puder setten, damit auch wirklich alles an Ort und Stelle bleibt und sich nicht im Laufe des Tages durch die Gegend bewegt. Und da gibt es jetzt auch das ultimativ krasse Puder von Charlotte Tilbury in der Mini-Größe einfach zum Ausprobieren. Aber ey Leute, das ist echt teuer für die Größe, ne? Ich guck mal eben kurz hier drauf. Dieses Puder hat 25 Euro gekostet und es ist einfach winzig, ne? Ja, ich weiß, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil alle schwärmen davon und bevor ich mir dieses Riesending für 5 Milliarden Euro hole, hole ich mir erstmal das winzig kleine mit 3,4 Gramm. Da schwärmen so viele von. Farbe ist fair, natürlich. So, dann gebe ich mir das zuallererst mit einem, eigentlich Highlighter-Pinsel oder Konturpinsel kann man dazu sagen, unter die Augen, um meinen Concealer zu setten. Und das soll halt wirklich eine Haut wie gephotoshoppt machen. Bin ich gespannt. Überall dort, wo ich eben Concealer aufgetragen habe, trage ich das tatsächlich mit diesem Pinsel dann einfach mal auf. Das ist übrigens ein Pinsel von BH Cosmetics aus diesem, ja, ich glaube Midnight Festival Pinsel Set ist das, ne? Für den Rest nehme ich hier von Real Techniques diesen großen Fluffel. Pinselfännchen passt nicht ganz gut zusammen, aber normalerweise ist das Puder halt riesengroß, ne? Ich glaube, meine Nasenspitze hat ein bisschen viel Liquid Highlighter bekommen, denn die rastet gerade echt aus. Ja, aber es ist halt schön, wie dieser ganze Glow von diesen ganzen Pflegeprodukten halt echt gerade noch so durchkommt und alles jetzt nicht totenmatt oder so aussieht, sondern einfach flawless, ne? Das mag ich. Das sieht doch schon mal soweit so gut aus, finde ich, ne? Genau, das muss ich alles noch ein bisschen mehr verbinden, ein bisschen mehr setten. Aber so in dem Moment, was ich jetzt so sehe, gefällt mir das Bild auf jeden Fall. Aber Leute, mir fehlt auf jeden Fall so ein bisschen Blush, Bronzer, Highlighter, Kontur, blam blam. Das fehlt. Die 2D-Frau hat gesprochen. Genau, an Konturprodukten bzw. an Bronzing-Produkten habe ich zuallererst dieses Produkt. Das ist auch wieder eine kleine Größe davon, aber da habe ich auch ganz schön viel für bezahlt. Das hat die Palette 30 Euro hat die gekostet. Ne? Da hast du einen Bronzer und einen Highlighter drin. Die Filmstar Bronze & Glow Palette gibt es nämlich nun in der kleinen Größe. Ich habe natürlich die helle Farbe genommen, Light to Medium nennt sich das dann. Ja. Packaging ist auf jeden Fall mega hübsch. Du hast so eine riesen Verpackung und dann hast du halt dieses Produkt, was dann dabei rauskommt. 2x3,5 Gramm sind enthalten und ja, da habe ich einen Highlighter und ein, ja eigentlich eher Konturprodukt mit drin. Ich hatte aber auch in dem Black Friday, in dieser Box hatte ich auch diese Palette mit drin, diese Face Palette. Instant Look in a Palette Stoned Rose Beauty und da habe ich auch einen Bronzer drin. Das heißt, ich werde hieraus den Bronzer verwenden und aus der anderen Palette dann das Produkt als Kontur, weil ich kann das ja mal nebeneinander swatchen, das Sculpt und das Bronze. Das Sculpt ist halt wirklich nicht nur dezent, sondern halt sehr dezent, ein bisschen aschiger. Und der Bronzer ist halt rotstichiger oder wärmer. Ne? Aber das ist ja genau das, was ein Konturprodukt und ein Bronzing-Produkt ausmacht. Genau, also für das Konturprodukt verwende ich jetzt auch wieder diesen Pinsel, den ich für den Concealer zum Setten verwendet habe und gehe dann hier auch rein. Hat einen Schimmer mit dabei, das darf man auch nicht vergessen, ne? Also das ist, muss ich nicht abklopfen eigentlich. Das trage ich mir hier so auf, um so eine Kontur reinzubringen. Ich glaube, mein Freund ist mir gleich böse und nimmt den Babybell wieder weg, weil es gerade schon zum zweiten Mal geklingelt hat. Jetzt gerade kommen nämlich einige Briefträger. Es ist 3 Uhr nachmittags an einem Samstag und da ist hier geht immer die Post ab, Leute. Es ist aber schön, ne? Also sehr zurückhaltend tatsächlich, aber richtig schön. Das habe ich hier auf jeden Fall ein bisschen Dimension reingebracht und hier muss ich das noch machen. Man sieht einen feinen Unterschied, aber man sieht einen Unterschied, finde ich. Ich finde es übrigens auch vollkommen in Ordnung, dass man halt hier eine Sculpt and Highlight Palette in dieser Größe hat, weil gerade wenn man halt so eine Make-up-Sammlung hat, wie ich die habe, benutzt du die Produkte halt nicht jeden Tag und dann kommst du halt auch nicht dazu, die so schnell aufzubrauchen. Und deswegen für mich ist es persönlich gut, wenn es Mini-Größen gibt von Produkten. Die Nase bekommt jetzt auch noch ein bisschen Kontur. Dezent, aber es ist da, oder? Ich finde es schön. Also so würde ich das auf jeden Fall auch
zu jedem Anlass tragen. Überhaupt kein Problem. Mega. Okay, den Highlighter lege ich mir noch zur Seite. Ich verwende diesen Pinsel aber auch für den Bronzer, den ich hier mit drin habe, weil die Fändchen hier natürlich winzig klein sind. Ne? Das heißt, hier habe ich den Bronzer und gehe vorsichtig rein. Bisschen abklopfen, weil ich jetzt nicht zu eskalativ sein möchte. Und den trage ich mir so ein bisschen drüber. Lass den natürlich auch so ein bisschen mit reinfließen. Und man sieht auf jeden Fall, ne, der ist zum einen pigmentierter und zum anderen auch etwas wärmer. Man braucht jetzt nicht beide Produkte. Also theoretisch hätte ich mir auch sagen können, entweder ich mache mir den Bronzer drauf oder den Highlighter. Aber ich habe mir jetzt diese Sculpt and Glow Palette geholt, eben weil ich zum einen die 90 Euro Mindestbestellwert für gratis Foundation haben wollte und zum anderen, weil die mich interessiert hatte. Ne? Also im Prinzip gebe ich mir Konturprodukt, dann so ein bisschen darüber den Bronzer, dann später hier so den Blush und dann nochmal auf die höchsten Stellen den Highlighter auf. Aber wie immer bei Make-up, nichts muss, alles kann, wie man sich wohlfühlt. Und ich habe da gerade so auf Full Glam richtig Bock. Richtig, richtig Bock. Das ist ein ganz, ganz schönes Finish. Soft, ne? Also man sieht es kaum, jetzt auch in der Kamera, aber man sieht es schon ein bisschen. Es ist alltagstauglich. So, Blush habe ich zum einen diesen hier, den Cheek-to-Cheek Blush. Den finde ich auch richtig schön. Walk of No Shame, der war auch in dieser Black Friday Box mit drin. Den kriegt man nie auf, ne? Der ist ein bisschen dunkel. Es gibt den auch noch in heller. Ich habe jetzt die sehr, sehr dunkle Variante, den ich aber wirklich schön finde. Du hast hier in der Mitte halt auch so einen sehr, sehr hellen Ton. Ne? Damit könnte man das mischen. Den werde ich wahrscheinlich gleich eher zum Toppen nehmen. Ich habe hier nämlich auch noch zwei drin in dieser Palette. Das ist einmal der Swish und der Pop. Die kann ich euch mal swatchen. Super seidig. Und auch die sind halt relativ zurückhaltend. Ne? Das ist jetzt nicht, dass die Farbe so anspringt. Sie ist halt da. Ich kann euch daneben auch mal den Walk of No Shame swatchen. Der ist... Oh, bin ich zu soft reingegangen? Den sieht man gar nicht, wa? Doch, jetzt sieht man den. Der hat halt auch noch richtig Schimmer mit drin, ne? Aber der ist super schön. Den mag ich auch gerne. Ist jetzt eher für den Sommer für mich, um ehrlich zu sein. Aber ich finde den auch jetzt so zu diesem Look sehr schön. Blushpinsel. Brauche ich einen neuen oder nehme ich jetzt einfach den, den ich jetzt hier auch habe? Hm, wir sind ja pinselwaschfaul, ne? Wir machen jetzt einfach mal den hier sauber. Wunderschönen Handtuch neben uns. Also. Ich habe ja wirklich ein Handtuch neben mir liegen, Leute. Das ist ein ausrangiertes Handtuch einfach. So, dann mache ich mir einfach mal den Swish drauf. Ne, wobei, das ist eigentlich eher so gedacht, dass du... Oh, ich mache die mit zusammen drauf. Okay, das ist sehr stark pigment. Also sehr pudrig und das kommt dann hier so einfach mal hin. Genau, weil im Prinzip hast du Blush und Blush-Topper da drin. Das sieht wirklich schön aus. Ui, 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 ui. Frische Sache. Auch so ein bisschen ausblenden. Hier so hin soll man nicht. Ich mache das trotzdem. Ich mag das einfach, wenn ich auch so Wangen habe und wenn meine Nase rot ist. Und ich mag das einfach. Ich gebe mir jetzt ein bisschen was von dem Walk of No Shame drüber. Ein bisschen ist gut, ne? Also da kann man halt richtig nochmal eskalieren. Relativ genauso möchte ich das auf der Seite auch haben, denn irgendwie gefällt mir das, wie es hier von dem Farbspektrum her ist. Das sieht echt frisch und gut aus, ne? Das gefällt mir voll. Ja, also im Prinzip den hellen Blush auftragen, ausblenden, den dunklen Blush overblushen und dann nochmal drüber fluffeln. Das ist bekloppt. Egal, ja, das gefällt mir auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zum Highlighter. Ich habe tatsächlich verschiedene Highlighter hier. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe ja schon einiges an Highlight aufgetragen und ich glänze jetzt ja auch schon ordentlich. Ne? Theoretisch bräuchte ich gar keinen Highlighter, um ehrlich zu sein. Ich mache mal eben meine Hand sauber, weil wir jetzt mal die verschiedenen Highlighter, die ich so hier habe, swatchen werden. So, da hätten wir zum einen Face Highlight aus dieser Palette. Den hätte ich jetzt eigentlich eher als dezent eingestuft. Der hatte einen Namen. Einen Namen. Einen Namen, Claudinchen. Ne, steht hier nicht drauf. Ne? Ist einfach nur Face Highlight. Den haben wir hier jetzt auf dem Finger und den gebe ich hier auf die Hand. Also der ist wirklich recht subtil, Champagnergold, eher Champagner, aber sehr schön und sehr tragbar schaut der aus. Aus der Sculpt & Glow Highlight Palette, das scheint also sehr ähnlich zu sein, aber vielleicht ein Müh dunkler, das ist dieser hier. Der kommt genau daneben.
Der sieht ziemlich haargenau so aus. Also vor allem, wenn ich die jetzt so nah nebeneinander mache, dass die ja schon aneinander rankommen, sieht das aus, als hätte ich mir einfach einen großen hier hingeswatcht. Das ist dieselbe Farbe, Leute. Oder? Das ist dieselbe Farbe. Da müssen wir jetzt gar nicht drüber streiten. Und dann gibt's den Oschi hier neu. Der ist riesig, ne? Ich glaube, so ein Riesen-Highlighter habe ich überhaupt so einen großen. 11,5 Gramm, kostet aber auch, glaube ich, 50 Tacken. Ja, Hollywood Superstar Glow Highlighter. Der war neu. Ich glaube, ich weiß nicht, ist das eine LE oder so? Da konnte ich nicht Nein sagen und so. Und der, das ist schon, also, krasses Vieh. Krasses Vieh. So, der hat aber eher so einen rosa Touch. Gibt es überhaupt Farben für? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war alles die gleiche Farbe. So, den, oh, der fühlt sich mega cremig an. Auf dem Finger sieht er aber nicht rosa aus, sondern eher auch wiederum champagnermäßig. Genau, der ist wirklich ein Müh dunkler, aber auch nur ein Müh. Man sieht es schon auf der Hand, ne? Dass der ein bisschen dunkler ist. Der ist aber auch von der Textur her nicht so pudrig. Ich glaube, ich will alle. So, jetzt nehme ich mir so einen Luxe Highlight Pinsel von Zoeva. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wir haben ja herausgefunden, dass dieser Highlighter mit dem anderen 1:1 übereinstimmt. Also gehen wir hier schon mal rein, laden den Pinsel ordentlich auf und tragen den Highlighter hier auf. Ui, der gefällt mir. Den finde ich schön. Opala. Der ist aber nice. Der ist nass. Da hast du keine Glitzerpartikel mit drin. Das ist ein Highlighter, der mir sehr, sehr gut gefällt. Holla die Waldfee. Den mag ich ja leiden. Ja, dieses Video wird wahrscheinlich ziemlich langweilig. Ich nehme mir wirklich Zeit für die Produkte, ne? Okay, und jetzt gehe ich für die andere Seite in dieses Riesenmonster. Oh, kommt ordentlich auch was auf den Pinsel. Nicht abklopfen. Der ist tatsächlich ein bisschen dunkler, vielleicht eher für mich für den Sommer dann geeignet. Oder wenn ich halt auch einen ordentlichen, intensiven Blush-Moment haben möchte. Und da sowieso die Base etwas dunkler ist, ne, dafür ist es dann wahrscheinlich eher geeignet. Ich glaube, ich habe übertrieben mit dem Highlighter, aber so seht ihr ihn auf jeden Fall. So gar nicht, also, ne, so muss ich euch gar nicht ranzoomen oder sonst irgendwas, aber das sieht auch sehr cool aus. Das ist tatsächlich eher das Subtile, fast schon für mich perfekt hautmäßig passende, und das hier ist einfach ein bisschen dunkler. Also ich würde wahrscheinlich für mich sagen Winter, Sommer oder Allzeit nur Sommer. Ja, aber schön finde ich die beide, ne? Oh, hier ist er. Gottchen, ich blende den aber ein bisschen aus, weil da bin ich echt eskaliert. Die Textur da ist einfach ein bisschen größer, also nicht größer, cremiger. Deswegen ist er so hammermäßig unterwegs, wobei ich hier auch am Ende, komm, darf dann hier mit der ganzen Haut einfach mal verbunden werden. Ah, es ist alles schön in meinem Gesicht. So, Reste vom Highlighter-Pinsel kommen auch nochmal auf die Nase, aufs Lippenherz, Kinn, noch ein bisschen mehr aufs Lippenherz. Ich mag das gerade so sehr. Also das ist eine schöne Base, mit der könnte ich alles Mögliche jetzt schminken, worauf ich Bock habe, weil ich das echt, ich fühle mich gerade richtig, richtig wohl. Off-Camera mache ich mir jetzt eben die Augenbrauen. Da habe ich hier von L'Oreal diesen Augenbrauenstift, den ich aktuell am Aufbrauchen bin. Da ist nicht mehr so viel drin. Brow Artist Designer hieß das, glaube ich mal. Fällt mir der Spoolie auch jedes Mal hinten mal ab. Und den 24 Hours Brow Setter von Benefit. Ja, mache ich jetzt auch noch drauf. Also Augenbrauen, los geht's. Masi, möchtest du ein Yum? Vielleicht hat Fräuchchen hier ein Yum? Ja. Tada, das haben wir noch von Madrid bekommen, Sammy. Ja. Das hast du von Madrid bekommen. Möchtest du es rausnehmen? Oh, anpacken, ziehen, ziehen, anpacken. Ja, los. Fein. Jetzt ist es auf meinem Schoß. Tschüss. Danke, Margret. So, Augenbrauen sind am Start. Ich mache mir die ja super gerne so natürlich und brauche das nicht so dunkel mehr haben. Ich mag das einfach gerne. Ich habe jetzt die Qual der Wahl zwischen drei verschiedenen Lidschattenpaletten. Da habe ich einmal hier die Luxury Palette Copper Charge. Die sind wunderschön, ne? Aber die habe ich, glaube ich, alle noch nicht auf dem Auge gehabt. Die ist ein bisschen dunkler, aber auch super schön. Ich glaube, ich swatch euch die alle. Also dieses Video wird sowieso sehr, sehr lang.
Und ja, das passt schon, ne? Genau. Die Palette hat 3 Schimmertöne und einen matten Ton. Das ist diese hier. Dann habe ich hier, das war nämlich in diesem, in dieser Black Friday Box mit drin, ne? Die Pillow Talk Luxury Palette of Pops. Das ist, die Verpackung muss ich euch, glaube ich, nicht zeigen, ne? Die hat wirklich nur und ausschließlich 4 Schimmertöne. Ja, die ist tatsächlich sehr, sehr zart von der Pigmentierung her. Da sieht man nicht allzu viel von. Das sind jetzt die äußeren 4 Swatches. Und dann habe ich hier die Exa Jagger Eyes Palette. Die hat auch wieder einen matten Ton und 3 Schimmertöne, wovon 2 Schimmertöne eher pudrig sind. Da bin ich mir leider nicht sicher. Ja, weiß ich auch nicht, ob sie sich da sicher ist. Geil! Warum redet die mit mir? Die darf vielleicht entscheiden. Und ein matter Ton mit dabei ist. Gucken wir uns auch nochmal auf dem Arm an. Sehr dezent. Ne, der ist krass. Okay. Das sind dann diese Swatches. Super geswatcht. Muss ich mir lassen, oder? Ich kann nicht gut swatchen. So, jetzt haben wir 3 verschiedene. Und dann darf die Lady neben mir tatsächlich gleich wählen. Die hat sich ja jetzt schon zu Wort gemeldet. Weil ich kann mich ja nicht entscheiden. Und ja. Alexa? 1, 2 oder 3? Ich bin mir leider nicht sicher. Warum nicht? Alexa, nenne eine Zahl zwischen 1 und 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 1. Alles klar. Das heißt, wir nehmen die erste Palette, die ich euch gezeigt habe. Das ist die Copper Charge Palette. Jo, gut. Dann wird die jetzt aufs Auge gegeben. Ich habe hier tatsächlich auch noch einen Color Chameleon Copper Lights Stift. Ich glaube, den werde ich damit verbinden, dass ich den auch mit einbaue. Der ist so geil. Das ist ein Lidschattenstift. Ich mag eigentlich keine Lidschattenstifte, aber der hier, der hält mir. Der läuft nicht in meine Lidfalte rein. Der lässt sich auch schön aufs Lid geben. Und ja, ich finde den super, super schön. Der ist klasse. Der ist dunkel, relativ dunkel, aber der ist wie fest getackert gleich auf meiner Haut. Und der wird mit in den Look eingebaut. Ich habe jetzt keinen Ton zum Setten dran, deswegen nehme ich mir eben mein Mini-Puder. Ich mache jetzt was Spektakuläres. Und zwar fange ich an mit diesem Stift und gebe mir den einfach nach außen hin. Dann nehme ich mir so einen Concealer-Buffer. Das ist dieser hier von Zoeva Voyager, habe ich hier einen, die 142. Und verteile mir den einfach mal so ein bisschen hier außen relativ grob. Ihr seht, wie fest die Textur von dem Stift ist, ne? Und den setze ich mir halt auch so ein bisschen nicht nur ins äußere V hier bei meinem Auge auf dem Lid, sondern halt auch so ein bisschen nach oben hin. Einfach damit ich da schon mal so einen kleinen Vorschatten habe. Damit ich einen kleinen Schatten habe, den habe ich schon. Dafür brauche ich kein Make-up. Aha. Ja, also den trage ich halt gerne, wie gesagt, auch im Alltag, weil... easy peasy Sonnenschein, ne? Den brauchst du fast nicht ausblenden. Den machst du dir drauf und dann hast du halt einfach einen Look. Bam, fertig, ne? Schön. Und jetzt nehme ich einen Blendepinsel und gehe dann hier in diese einzige matte Farbe rein. Hat die einen Namen? Ist gar nicht, wenn ich. Das ist ja unten rechts und hier steht unten rechts Smoke Umber. Ist es dann Smoke Umber oder ist das Pop Scintilla? Nee, ich glaube, das ist Pop Scintilla und das ist Smoke Umber, ne? Ja, ich nehme den. Der so heißt, wie er heißt. Und der kommt direkt in die Lidfalte und pfui, das ist eine sehr dunkle Farbe. Upsala. Ja, wir müssen sowas ordentlich ausblenden, weil ansonsten wird es ein bisschen eskalativ hier, ne? Mit dem Puder gehe ich nochmal an den Kanten entlang, damit es nicht ganz so extrem hier aussieht. So, das ist jetzt schon mal die Basis des Ganzen, die wirklich sehr smoky aussieht, um ehrlich zu sein. Jetzt habe ich ja noch die 3 Schimmertöne und ja, da nehme ich mir natürlich so einen Lidschattenpinsel für und fange an mit dem hellsten Ton, das ist dieser Ton hier oben. Der kommt in meinen Innenwinkel und wird dann auch direkt auf das bewegliche Lid gezogen. Super schöne Textur, also das lässt sich schön auftragen.
Da habe ich nicht das Bedürfnis, irgendwie eine Cut Crease oder sonst irgendwas zu ziehen, weil das mit dem Ton an sich, weil der auch irgendwie irgendwas Cremiges mit drin hat, sehr gut funktioniert. Dann nehme ich mir diesen dunklen Schimmerton und setze mir den vom Zentrum abgehend bis nach außen hin. Kriegt man einen schönen Farbverlauf auch hin, finde ich. Also die beiden Töne passen gut zusammen. Das sieht echt schön aus. Der Ton hier unten ist eher so ein Topperton, deswegen nehme ich mir den direkt mit dem Finger auf und setze ihn mir genau hier auf mein Zentrum. Da sind nämlich etwas gröbere Glitzerpigmente drin. Dann mache ich mir den Lidschatten-Auftragepinsel mal eben kurz im Handtuch ein bisschen sauber, damit das Pigment darunter kommt und die ganzen Glitzergeschichten. Dann gehe ich hier unten in diesen matten Ton nochmal rein. Aber der ist ja super pigmentiert, also schon ein bisschen abklopfen und setze mir den an den unteren Wimpernkranz. Das schafft auf jeden Fall eine schöne Verbindung auch zu dem oberen Look, den ich geschminkt habe. Und das wäre jetzt einfach der Look, den ich jetzt mit den Farben aus der Palette gemacht hätte. Ich finde mittlerweile diese Quattros, die es auf dem Markt gibt, gut. Weil auch diese Five in a Box von Catrice zum Beispiel, ne? Man wird zu einem wirklich harmonischen Look inspiriert. Und wenn die Color Story in diesen Mini-Palettchen passt, dann geht das halt auch relativ schnell. Du hast nicht so viele Variationsmöglichkeiten damit, aber für mal eben schnell ist es auf jeden Fall eine gute Kiste. Mir fehlt dennoch der Highlighter natürlich, also sowohl unter dem Augenbrauenbogen als auch im Innenwinkel. Da gehe ich jetzt in die Sculpt and Glow, Sculpt and Highlight Palette rein mit dem wiederum sauber gemachten Pinsel und nehme mir den Highlighter-Ton. Trage den hier nochmal im Innenwinkel auf, weil der einfach nochmal ein Stückchen heller ist. Den Rest davon setze ich an den Augenbrauenbogen und dann fließt der halt auch so richtig mit in den Highlighter, der ja schon hier sehr präsent unterwegs ist. Wenn ich mich jetzt so auch aus der Nähe betrachte, sehe ich meine Nase. Meine Nase ist immer eine schwierige Kiste bei Foundation und überhaupt diesen ganzen Base-Produkten, die es gibt. Heute sieht sie aber besonders schlimm aus, um ehrlich zu sein. Ja, weil hier halt wirklich eine ganz große Hautschuppe ist irgendwie und die Foundation sitzt da echt nicht gut drauf. Auf dem sonstigen Gesicht sitzt die gut. Ne, das funktioniert wirklich schön, aber die Nase ist da echt so ein kleiner Problemfaktor, weswegen die Foundation wahrscheinlich nicht unbedingt meine allerliebste werden wird. Ich nehme mir nun einen Kajalstift, den ich habe. Und zwar, der war glaube ich auch in der Schatzkiste drin. Rock'n'Coal Iconic Liquid Eye Pencil. Das ist dieser hier und das ist so ein dunkelbraun. Das ist kein schwarz. Das ist tatsächlich eher dunkelbraun. Macht die Geschichte dann, genau, Barbeja Brown steht hier auch drauf, macht die Geschichte dann aber auch wiederum harmonischer. Damit verdichte ich einfach jetzt mal meinen Wimpernkranz. Ich schau mal, ob ich auch einen Mini-Wing hinbekomme. Das ist halt bei solchen Stiften immer etwas schwieriger. Dann mache ich mir da meistens einfach schon so ein bisschen Produkt hin, nehme mir dann so ein Lidschattenauftragepinsel oder manchmal auch einen Eyelinerpinsel oder so. Dann blende ich die Geschichten hier so ein bisschen zusammen. So würde ich das tatsächlich auch lassen. Also das reicht mir auch an Eyeliner und Wimpernkranzverdichtung zu dem Glam-Look. Jetzt kommt nochmal das Fixing Spray zum Einsatz, denn jetzt haben wir alle pudrigen Texturen aufgetragen und werden gleich zu den Wimpern kommen. Und um zu vermeiden, dass quasi die Mascara abstempelt oder so, verwende ich persönlich Fixing Spray vor der Mascara. Genau, das hatten wir eben schon. Dann nehme ich mir jetzt meine Wimpernzange von Brushworks und biege meine Wimpern zurecht. Diese Mascara habe ich schon mal aufgebraucht und jetzt ist jetzt mein Backup und ich liebe sie. Pillow Talk Push-Up Lashes. Das ist die Mini-Größe davon und ja, was soll ich sagen, Leute, die ist toll. Die hat ein ganz außergewöhnliches Gummibürstchen. Die hat tatsächlich hier auf diesen beiden Seiten keine Bürstchen, aber auf den beiden. Und das sieht ellipsenförmig aus. Sehr spektakulär. Ich habe die sehr gerne. Die macht tolle Wimpern. Man muss sie halt nur vorsichtig anwenden, denn sie ist relativ hart. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht.
Ja, ihr seht, was ich meine, oder? Ich mag die Mascara. Die macht halt auch so ein... Ich meine, gut, ich habe vorher eine Wimpernzange verwendet, aber auch wenn ich keine Wimpernzange verwende, macht die den Schwung und die hält den Schwung. Und die bleibt halt auch so schön, wie sie ist, ne? Das ist halt eine ganz, ganz tolle Mascara, die ich echt empfehlen kann. Ja, finde ich gut. Mir gefällt auch dieses ganze sehr edle Zusammenspiel jetzt in meinem Gesicht. Natürlich, solche Töne in Lidschattenpaletten habe ich auch in anderen Paletten drin. Da müssen wir gar nicht drüber, ne? Ist klar. So. Aber das ist schön, wie es aussieht. Ich mag das. So, jetzt habe ich hier einen Lip Liner. Das ist der Reshape and Resize Lip Liner in der Farbe Pillow Talk. Genau. Auch den hatte ich da in dieser ominösen Schatzkiste, ne? Ja, das ist einfach meine Lieblingsfarbe. Also meine Lieblingslippenfarbe. Der ist zu allem tragbar. Wirklich, der passt jetzt auch super zu diesem Look wieder. Der passt zu allen Looks, zu schlichten Looks, zu intensiven Looks, zu allem. Zu allem passt der einfach. Ich finde den großartig, grandios und das ist eine ganz tolle Farbe. In meinem Jahresfavoritenvideo habe ich euch auch einen Dupe gezeigt. Also, ne, schaut da auf jeden Fall da oben vorbei oder ich habe es euch schon eben irgendwann mal eingeblendet. Mega. Ich habe 8 verschiedene Möglichkeiten, die ich mir jetzt theoretisch drüber geben könnte. Ich persönlich mag am liebsten die Kombination Lip Liner mit Lip Gloss, um ehrlich zu sein. Das heißt, theoretisch würde ich jetzt einfach mal zu dem Lip Gloss in der Farbe Refresh Rose greifen. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Das ist einfach so ein fast klarer Lip Liner mit einem Herzchen drin. Das ist scharf und der kommt jetzt einfach drüber. Weil die Farbe ist ja schon da. Ist auch ein bisschen plumping. Da bleibt gar nicht so viel Lip Liner an dem Herzchen hängen. Trotzdem mache ich das immer so ein bisschen am Handtuch sauber, bevor ich damit nochmal reingehe, damit ich hier das Produkt nicht verfärbe. Ne? Ich liebe es, so einen glossy Effekt danach zu haben. Und ja, ihr Lieben, das ist der fertige Look. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein Parfum. Das hatte ich gratis mit dabei gekriegt, als ich mir die Schatzkiste geholt habe. Und zwar ist das dieses Parfum hier von Charlotte Tilbury. Das riecht auch richtig toll. Das ist ein Name. Scent of a Dream. Ja, das ist sehr, sehr weiblich, sehr intensiv. Huch, jetzt habe ich hab dahin gesprüht. Super. Oh, da brauchst du nicht viel von, ne? Hoho, ich lieb's. Es riecht halt sehr erwachsen, sehr weiblich, sehr schwer tatsächlich. Also es ist eher so ein Abendduft. Aber ich fühle mich gerade richtig, richtig nice. Also ganz, ganz tolle Produkte von dieser Marke. Und ich freue mich so sehr, dass ich so viele Möglichkeiten hatte, die Produkte jetzt einfach mal ein bisschen günstiger zu bekommen und dann jetzt mit euch mal zusammen zu testen und zu sehen, wie es so aussieht. Ich finde, dass ich natürlich auch diesen Look mit Drogerieprodukten machen könnte. Safe, Leute. Das zeige ich euch immer wieder, da ich ja auch Full Faces mit Drogeriemarken schminke. Ich fühle mich aber jetzt sehr edel, bin ich ehrlich. Also es ist schon irgendwie sein Geld wert, wenn man dieses Gefühl halt aufnehmen möchte. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen crazy, aber ja, ich weiß nicht. Ich fühle mich auf jeden Fall gerade sehr cool. Ernsthaft. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, dieses Full Face zu schminken. Das Einzige, was ich tatsächlich nochmal gucken muss, ist, wie die Foundation sich halt auch auf der Nase verhält. Wenn die Nase mal ein bisschen normaler unterwegs ist. Genau, aber sonst. Ihr Lieben, das war jetzt mein Full Face mit den Charlotte Tilbury Produkten. Schreibt mir gerne eure Meinung, eure Erfahrungen, eure Lieblingsprodukte, eure Dupe-Produkte zu den Charlotte Tilbury Sachen unten in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos von diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!